Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt von Stefan. Und Stefan schreibt auch eine schöne E-Mail für uns, nämlich schreibt er: Servus Dandy. Im Gegensatz zu den meisten anderen Leuten schicke ich dir keinen Zoo, sondern einen Tiergarten. So nennt man das bei uns in Wien. Was gibt es zu diesem zu sagen? Naja, ich habe versucht, einen halbwegs realistischen, modernen, europäischen, aber dennoch eleganten Tiergarten zu bauen. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht merkwürdig, aber bisher habe ich nur Tiere aus Afrika in meinem Tiergarten untergebracht. Bis auf das Gebäude mit den Vivarien habe ich einen einheitlichen Baustil gewählt, der hat mir einfach gefallen, das heißt aber nicht, dass alle Gebäude gleich sind. Ganz im Gegenteil. Eines meiner Hauptaugenmerke waren die Barrieren. Ich habe versucht, für jedes Gehege was Eigenes zu kreieren, manchmal Standardbarrieren, abgewandelt, aber häufig was ganz Eigenes. Zudem habe ich versucht, viel mit Pflanzen zu arbeiten. Es gibt ein Gebäude, was aus der Reihe tanzt. Das wäre das Vivarienhaus. Dies war das letzte Gebäude, was ich gebaut habe und ist inspiriert durch das Palmhaus im Wiener Burggarten. Und dann blende ich jetzt mal eben ein Bild ein, weil das hatte ich ja auch angehängt für euch. Ich hoffe, dir gefällt mein Tiergarten. Dann schreibt er noch, dass ich den Zoo auch hochladen darf. Das heißt, der ist für euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort könnt ihr ihn runterladen und selbst mal ausprobieren. Ich sag nochmal Danke und wünsche dir viel Spaß. Schöne Grüße, Stefan. Und er hat auch noch geschrieben, dass er nichts aus dem Workshop hat. Das steht hier auch noch. Ich habe das jetzt alles ein bisschen zusammengefasst. Ich denke mal, das passt soweit. Und jetzt besichtigen wir den Zoo von Stefan. Und schon sind wir da. Der Speicherstand heißt übrigens gemäßigter Zoo. Ich glaube nicht, dass der Zoo so heißt. Hatte er das reingeschrieben? Ne, er hatte nur irgendwas mit Tiergarten und Wien oder so reingeschrieben, glaube ich, ne? Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und dann sehen wir hoffentlich gleich den Zoonamen. Ansonsten nenne ich ihn gemäßigter Zoo, das weiß ich halt jetzt nicht. Was anderes habe ich jetzt, glaube ich, nicht gefunden. Oh, okay. Scheint hier erstmal durch einen Gang zu gehen. Einen relativ lang. Mit Musik. Okay, immerhin. Da hinten sehe ich schon ein schönes Willkommensschild. Und ein Springbrunnen. Oh, wie schön. Ist aber cool hier. Der Stil gefällt mir. Ich mag sowieso gerne diese Kombination aus Stein und Holz. Das hast du sehr schön gemacht. Auch tolle Wegfarbe dazu. Oh, hier ist schon ein Gehege. Okay, dann ist das nicht einfach nur ein langweiliger Gang. Das ist ja cool. Hier ist ein Hippo-Gehege. Coole Idee. Sieht auch sehr schön aus. Hast du schön gestaltet. Schön mit den Terrain-Tools hier unten gearbeitet. Schöne Deko mit Pflanzen und Felsen, hast du super gemacht. Hast relativ wenig hier bepflanzt, aber ich finde das schön. Also das hast du gut gemacht von der Menge. Da hinten sieht man sogar noch weitere Tiere. Da sind Zebras. Boah, das ist ja richtig cool. Und hier, wir gehen hier direkt über so eine Brücke, so wie es aussieht. Ja, auf dieser Seite ist auch noch das Hippo-Gehege. Okay, ich verstehe. Das ist sehr cool. Ah, hier ist auch ein Hippo-Schild. Hat man direkt ein cooles Gehege, was man sich anschauen kann. Auf dem Weg zum großen Plaza, Eingangsplaza. Mit einem schönen Willkommensschild und einem wunderschönen Springbrunnen. Oh mein Gott, das sieht echt toll aus. Cool. Diesen Weg mag ich auch echt gerne, den du da gewählt hast. Boah, das sieht nice aus. Hier so Düsen, die aus dem... Ja, so einen kleinen Springbrunnen machen, ganz cool. Und hier mit den Felsen auch sehr schön gemacht, sehr schöne Felsarbeit. Schön auch mit Blumen abgesteckt und auch diesen, wie heißen die denn? Diese Pöller mit den Ketten, das finde ich auch sehr cool. Toller Baustil. Ja, sehr einladend, gefällt mir richtig gut. Hier das Willkommensschild und dann hier noch ein paar Statuen. Das sieht echt toll aus. Und dann gibt es hier natürlich Andenken, Mitarbeitereingänge. Essen, Trinken, Toilette, auch ein bisschen versteckt um die Ecke. Sowas finde ich immer gut, dass das so sehr schön geregelt. Oh, hier ist sogar noch Deko zwischen. Cool. Hier ist nochmal so ein kleiner Brunnen, wo man sich die Hände waschen kann. Also sehr viel Liebe zum Detail. Und hier kann man sich direkt nochmal die Hippos ohne eine Scheibe dazwischen angucken. Das ist auch cool. Flusspferde, das ist auch nochmal ein Haus. Aber ich sehe gar keinen Zoonamen. Das ist echt schade. Sieht aber wirklich wunderschön hier aus. Hier sind noch mal ein paar mehr Läden. Hinten geht es auch noch... Ne, hier hinten geht es nicht mehr weiter. Okay. Aber hier kann man auch noch mal die Flusspferde sehen. Oh, hier fällt mir eine Sache auf. Die Brücke hättest du, glaube ich, ein bisschen abstützen müssen.
Das ist ein bisschen unrealistisch. Also so ein paar Stützen hätten hier reingemusst. Aber ansonsten gefällt mir das sehr gut. Schönes Gehege. Der Eingangsplatz hier sieht auch super aus. Hammer. Ich hoffe, ich verlaufe mich gleich nicht. Du hast nämlich auch keine Wegbeschreibung dazu geschrieben. Hier geht's auch ran. Oder weiter. Monorail Station. Die sieht ja auch cool aus. Also der Gebäudestil gefällt mir echt gut. Hast du cool gebaut. Damit könnten wir auffahren, aber ich bin nicht so der Fan davon, muss ich sagen. Weil wollen wir es mal machen? Machen wir gleich, okay? Wir gehen jetzt erstmal da die andere Richtung. Ich hoffe, ich denke da nachher dran. Wir gehen nämlich jetzt erstmal hier lang. Ich will mich in das Flusspferdehaus. Hier ist auch schöne Musik. Super. Gucken mal. Hier ist auch ausgeschildert, das ist gut. Zebras, Flachlandgorillas, Warzenschweine, afrikanische Sträuße. Die Zebras haben wir ja gerade schon gesehen. Ist auch sehr süß hier gemacht. Mit dem Bordstein hier. Ist der Bordstein selbst gebaut? Nee, das ist der normale vom Weg, ne? Den hast du aber sehr gut eingebaut. Also sieht super aus. Auch interessanter Holzzaun hier. Krass, dass der ausreicht für die Zebras. Nicht schlecht. Da sind sie. Gut, dieser Hügel hier vorne ist natürlich nicht so praktisch. Dann kann man die Zebras nicht ganz so gut sehen. Aber der Wasserfall ist sehr schön da. Oh, das sieht toll aus. Kleiner süßer Wasserfall, den du da gebaut hast. Ach, hier fährt auch die Monorail lang. Okay, ich glaube, ich werde damit nicht fahren, Leute. Guck mal, wie schnell die ist. Das ist mir zu schnell, da kann ich das nicht genießen. Das lassen wir lieber. Bin ich auch echt nicht so der Fan von der Monorail. Was haben wir hier? Aldabra Schildkröte. Auch wieder ein cooler eigener Zaun, beziehungsweise eine eigene Barriere. Auch sehr schön hier das Schild eingebaut. Sieht echt toll aus, auch mit den Blumen. Cool. Das sind die Schildkröten. Sind jetzt nicht die spannendsten Tiere, aber wieder ein wirklich schönes Gehege. Und hier haben sie dann ihren Unterstand. Kann man auch nochmal wunderbar reingucken, wo sie dann auch fressen. Und da oben kann man auch noch hin, so wie es aussieht. Wir gehen jetzt aber erstmal ins Flusspferdhaus. Ich weiß, ich laufe hier schon wieder kreuz und quer, aber die Flusspferde will ich eben abhaken. Weil die haben wir jetzt ja schon gesehen. Oh, hier kann man rein. Da kommt sogar gerade eins. Perfekt. Schön. Wie es direkt dreckig wird, nur weil es den einen Fuß da reingesetzt hat. Wie witzig. Aber auch wieder ein sehr schönes Haus hier. Interessantes Dach auch. Hier fehlt vielleicht die ein oder andere Stütze, um es realistisch zu machen. Aber ich bin halt kein Architekt. Trotzdem mega gut aus. Gefällt mir. Ah, die müssen da vorne auch durch eine Dusche durch. Das ist auch eine coole Sache. Ja, coole Idee. Da hinten geht es schon weiter direkt mit dem nächsten Gehege. Oh mein Gott. Gehen wir mal hier weiter. Sieht auch super interessant hier aus. Schöne Felsarbeit. Und ich finde es cool, dass die Strauße da oben schlafen. Das ist ja nice. Das sieht fast so aus, als wenn die Sträuße uns beobachten, wenn die da oben liegen. Das ist eine coole Idee, dass du da den Schlafplatz oben drauf gebaut hast. Aber auch hier wieder eine sehr kleine Barriere. Ich hätte da Angst, dass mich die Strauße pieksen. Ich habe ja sowieso Respekt vor denen. Sehen zumindest immer so fies aus. Das ist aber wirklich schön dekoriert alles. Viel Liebe zum Detail. Cool. Schöner Baustil. Hier kann man natürlich noch ein bisschen mehr verstecken, aber das ist alles halb so wild. Auch hier wieder super gemacht. Wieder eigene Barrieren hier gebaut. Alles mit Blumen abgesteckt. Bänke, Bäume. Alles, was man braucht. Sogar so ein kleiner Hydrant. Boah, wie schnell die sind. Da kommt er angeflitzt. Das ist schon echt interessant. Auch wieder sehr interessantes Gehege. Mit schönen Höhenunterschieden und alles. Sehr cool. Mitarbeitereingang. Und jetzt direkt das nächste Tier. Das Warzenschwein. Du hast auch immer die Tiernamen rangeschrieben an die Häuser und sowas. Das finde ich auch cool. Auch wieder im Hintergrund schöne Felsarbeit. Schöne Bäume. Und hier hast du dann mal so eine Hecke als Barriere genommen. Das kann man auch machen. Finde ich echt cool, dass du überall verschiedene Barrieren gemacht hast. Und das alles so selber gemacht hast. Finde ich echt cool. Und immer schön mit Blumen dazwischen. Sieht wirklich sehr einladend aus. Auch das Gehege sieht wieder ganz hübsch aus. Klein, aber fein. Auch mit ein paar Felsen, ein paar Blumen. Fällt mir sehr gut. Ich finde es echt schade, dass sein Zoo keinen Namen hat anscheinend. Auch hier wieder ein sehr schönes Gebäude. Hier den schönen Türrahmen. Ich mag aber auch den Gebäudestil. Ich kann schon verstehen, warum du den ganzen Zoo durchgezogen hast. Auch, glaube ich, eine gute Entscheidung. Oh, was machen die denn? Oh, die kuscheln. Süß. Sehr niedlich. Wow.
Monsieur Frights. Und Toiletten. Das mit den Toiletten ist so auch super gelöst. Das sieht echt toll aus. Die Gebäudeanordnung. Hier kann man dann reingehen. Auch wieder schön um die Ecke versteckt. Hier sind nochmal ein paar mehr Läden. Hier wieder schöne Felsarbeit. Überall Blumen und Bordsteine. Dann wieder Wasser. Ach, das sieht schon echt toll aus. Hast du echt gut gemacht. Auch hier noch so ein bisschen Efeu. Sogar selbst hier oben das Dach. Hat immer so eine schöne Zierleiste. Aber ich glaube, das ist standardmäßig bei dem Dach. Obwohl das so eckige Häuser sind, sehen die wirklich interessant aus. Das hast du echt gut hinbekommen. Die sehen auch wirklich alle anders aus, auch wenn sie im gleichen Baustil sind. So, was ist das? Tüpfelhyäne. Gehen wir doch da mal rein. Ist wahrscheinlich dann hier zu sehen. Ich sehe sie nur leider gerade nicht. Aha, hier kann man die Unterirdisch sehen. Das ist cool. Auch sehr coole Tiere. Machen nur sehr komische Geräusche. Das ist hier mit der... Oh, jetzt bin ich reingeglitscht. Mit der Decke auch gar nicht schlecht gemacht. Dafür, dass das hier nur Terrain ist, hast du das aber schön rau gemacht. Also es gefällt mir. Das ist ganz cool. Sieht gar nicht so schlecht aus. Vielleicht hättest du hier noch den einen oder anderen Felsen hinmachen können, dass das nicht ganz so gleichmäßig hier ist. Aber es sieht trotzdem cool aus. Das hast du gut gemacht hier. Schön angeraut und eine schöne Oberfläche gewählt. Sieht schon nicht schlecht aus. Also ein paar Felsen hättest du ja noch zwischenmachen können, glaube ich, damit es noch cooler aussieht. Aber es ist trotzdem nice. Wie sie heulen. Rote Wari. Das finde ich echt cool, dass du überall die Tiernamen hingeschrieben hast. Und überall ist eine andere Barriere. Hier ist halt auch wieder eine andere Barriere. Sehr, sehr interessant. Überall die schönen Blumen. Auch hier wieder ein sehr interessantes Gehege. Ist mehr so ein ausgetrocknetes Gehege. Aber finde ich eigentlich ganz passend. Ich bringe ja bei Hyänen auch immer so ein bisschen mit dieser Elefantenfriedhof bringe ich da immer ein bisschen mit in Verbindung. Von König der Löwen. So stelle ich mir das immer so ein bisschen vor. Und deswegen finde ich das ganz passend, dass es so ausgetrocknet ist. Sieht schön aus. Oh, hier schon wieder direkt die nächste Barriere. Also du hast dich wirklich ausgetobt und das hast du wirklich gut gemacht. Echt toll aus. Aber manchmal leckt es hier leider gerade ein bisschen. Aber so ist halt Blended Zoo, ne? Was haben wir denn hier? Welche sind denn das jetzt? Sind doch... Nialas, genau, okay. Gut, dass ich nichts gesagt habe. Ich glaube, ich hätte Bongos gesagt. Ich tue mich da echt schwer bei. Ich hätte einfach nur gucken müssen, da steht's. Dann wäre ich nicht ins Fettnäpfchen getreten. Ah, hier wäre die nächste Station gewesen. Sieht aber auch cool aus. Auch wenn du hier im Hintergrund die normale Barriere gemacht hast, finde ich gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Fällt gar nicht auf, weil du immer hier vorne richtig tolle Barrieren gemacht hast. Mich wundert es halt nur, dass diese kleinen Barrieren wirklich ausreichen. Für so Springböcke und so. Aber scheint gut zu funktionieren. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Ist wahrscheinlich ein bisschen unrealistisch, aber ich finde es sehr schön, wie du das gebaut hast. Deswegen kann ich darüber hinwegsehen. So, hier ist auf jeden Fall ein Kata- und Rote-Wari-Haus. Also eine Standardkombination an Tieren. Auch hier wieder... Was sind das immer für Ladelecks? Ich weiß nicht, woran das liegt. Auch hier wieder sehr schöne Barrieren selber gebaut. Cooles Glasdach, sieht wirklich interessant aus. Natürlich hier die Stützenfrage, ob das so halten würde, das weiß ich nicht. Gut, hier ist sogar der ein oder andere Pfeiler. Ich glaube, die hättest du sogar einfach noch ein bisschen öfter machen müssen, diese Stahlträger. Finde ich auch eigentlich ganz schön. Finde ich eine coole Idee. So, was haben wir hier? Hast du auch sehr interessant hier gestaltet vom Terrain, muss ich sagen. Sieht schon cool aus. Fehlt vielleicht wieder der ein oder andere Felsen. Für meinen Geschmack, das ist natürlich immer Geschmackssache. Aber ich finde das Terrain wirklich interessant, wie du das geformt hast. Also vom Terraforming her. Hier sind nochmal ein paar Klettermöglichkeiten. Und auch die Katas. Was machen die denn da? Meditiert der? Was, also wenn er so Om macht? Om. Cool. Okay. Wo sind wir hier? Ach, das ist nochmal von den Nialas beim Schlafen. Sehr schön. Wo laufe ich denn jetzt lang? Gehe ich hier lang? Ich glaube, ich gehe außen rum. Ich glaube, ich gehe hier lang, weil dann verpasse ich, glaube ich, nicht ganz so viel. So, hier ist ja ausgeschildert. Erdferkel, Bonobo, westlicher Schimpanse, Netzgiraffe, Rappenantilope, Springbock. Ist auch schon wieder die nächste Barriere. Finde ich echt toll. Und auch diese Schilder sehen immer ein bisschen anders aus. Hast du dich echt ausgetobt? Ah, hier haben wir das Gehege. Richtig groß, wunderschön. Schöne Oase hier in der Mitte. Da grasen die Giraffen. Auch wieder schöne Bepflanzung. Gefällt mir echt gut. Cool.
Das ist doch schön. Schönes Gehege. Wo sind denn die anderen Tiere? Ah, hier geht es noch in so ein Haus rein. Ah, da sind die Antilopen. Machen gerade ihr Geschäft. Ah, ne, das sind die Antilopen. Das sind die Böcke, ne? Wait. Ich tue mich da echt schwer. Genau, das sind die Springböcke. Das sind dann die Rappenantilopen. So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es richtig. Hier geht es aber auch noch in ein Haus rein. Da gehen wir jetzt gleich rein. So. Netzgiraffe, Rappenantilopen, Springbock. Ist auch alles schön mit einer Scheibe abgedeckt. Hier sind die Schlafplätze. Hier kann man jetzt die Rappenantilopen zum Beispiel sehen. Wie sie schön schlafen. Hier kann man auch noch rumgehen. Sehr schön. Und dann nochmal von hier oben runter gucken. Da sieht man dann auch eine Giraffe, die gerade trinkt. Da liegt noch eine weitere Antilope. Ich glaube, man kann auch unten rein, so wie es aussieht. So, man kann von hier oben gucken, einmal komplett drumherum laufen. Ein Bildschirm ist leider aus. Ich glaube, das hast du vergessen. Hier geht es dann auch noch runter. Genau, hier kann man dann auch noch mal von unten gucken. Die Giraffe schlabbert mit ihrer Schlabberzunge. Und jetzt guckt sie uns genau an. Was macht sie jetzt? Kommt sie zu uns? Nee. Schade. Da ist die Schlabberzunge. Sehr süß. Nee, ist aber cool, dass man die von allen Seiten richtig gut angucken kann, die Tiere. Oh, hier geht's sogar hinten raus. Was wollen wir das? Tüpfelhyäne, Route. Okay, wir gehen jetzt mal erstmal rechts. Dann dürften wir eigentlich dahin kommen, wo wir schon herkommen. Genau. Das ist ein Mitarbeiterweg. Hier sind wir gerade reingegangen. Okay, alles in Ordnung. Alles bestens. Hier auch schön die Geländer gemacht an den an der Treppe hier. Also du hast einen sehr gleichbleibenden Stil, aber trotzdem immer so ein bisschen Variation drin. Das gefällt mir echt gut. Ich weiß gar nicht, warum ich hier so Ladelecks die ganze Zeit habe. Lenny Su und seine Performance, ne? Finde ich echt schade. Vielleicht brauche ich auch einfach einen neuen PC. Wobei alle anderen Spiele schafft mein PC eigentlich ohne Probleme. Nur bei Planet Zoo braucht man einen High-End-PC. So, was haben wir hier noch? Ein paar Essensläden. Toiletten. Hier fehlt aber, glaube ich, noch ein bisschen Deko. So, glaube ich, vergessen. Sieht ein bisschen leer aus. Aber auch wieder schöne Shops. Ich finde es auch cool, dass du diese ums Eck gebaut hast. Nicht ganz nice. Hier ist nochmal Mitarbeiterweg hier hinten. Auch schön, der Strom versteckt. Gut, das Gehege kann man, glaube ich, rundum sehen, aber da haben wir jetzt genug gesehen. Auch schöne Statuen hier. Und hier sieht, oh, das sieht auch wunderschön aus, wie du hier bepflanzt hast und alles. Und dann dieser lange Gang über die schönen bunten Bäume und auch Dekoration und sowas hier. Wow, cool. Geht's hier hoch? Hat das auch Mitarbeiter? Okay. Dann haben wir nichts verpasst. Ich glaube, man kann sich hier gar nicht so leicht verlaufen. Also wir machen das bis jetzt echt gut, glaube ich. Aber jetzt wird's kompliziert. Drei Richtungen. Wo biege ich ab? Wir gehen erstmal links. Ich glaube, dann sind wir nämlich auf der Rückseite von diesem... Wo sind wir denn jetzt? Netzgiraffe. Gehen wir mal hier rein. Hier kann man das Gehege auch nochmal von dieser Seite sehen. Ist ja auch ein großes Gehege, ne? Deswegen bietet es sich an, das von allen vier Seiten sichtbar zu machen. Finde ich cool. Erdferkel? Okay, jetzt habe ich mich verlaufen. Jetzt bin ich offiziell lost, Leute. Hier haben wir den... Bonobo, aber wenn wir uns gleich verlaufen, gucken wir einfach von oben, wenn ich was verpasse. Ja, wirklich, jedes Gebäude sieht anders aus. Auch sehr interessant. Oh, da ist einer gefangen. Direkt befreien. Wir wollen ja nicht, dass er hier sich unwohl fühlt. Ich glaube, du hättest sogar teilweise dich noch ein bisschen mehr austoben können in den Gehegen, was Bepflanzung und Gestaltung angeht, mit Felsen und Büschen. Teilweise sehen die so ein bisschen kahl aus, die Gehege. Aber trotzdem schön. Also es sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Ansätze. Fällt mir echt gut. Aber hattest du ja auch, glaube ich, in die E-Mail geschrieben. Mit der Deko. War das von den Gehegen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall so eine Sache, die mir auffällt. Aber das ist wirklich nur eine Kleinigkeit. Es sieht wirklich alles schon sehr stimmig aus. Sehr toller Baustil, den du hast. Erdferkel. So ein Rundgang wäre natürlich nicht schlecht gewesen für mich. Auch wieder hier sehr schön die Toiletten eingebaut. Das sieht echt toll aus. Hier kann man dann ausgucken aufs nächste Gehege. Da sind die Erdferkelchen. Wie süß. Und auch so niedliche Tiere. Hammer.
Cool. Nilwaran. Es gibt ja voll viele Tiere, habe ich das Gefühl. Der Zoo ist mega riesig. Und nochmal ein schönes Gewässer. Hier würde ich mich direkt auf den Liegestuhl chillen. Erstmal ein Bierchen zischen. Ah, das wäre jetzt was. Aber hier kann man auch nochmal runter gucken. Hier ist es auch sehr schön gemacht mit den Stützen und so. Ich mag deinen Baustil, das ist echt toll. Stefan war dein Name, ne? Ja, Stefan. Ja, hast du auch wieder andere Barrieren und so gemacht. So ein bisschen abgeschrägt, finde ich auch sehr cool. Das ist auch schon das Nilwaran-Gehege. Hier können sie sich kratzen so ein bisschen. Die schwimmen ja auch ganz gerne. Sind aber leider gerade nicht zu sehen. Aber wir können ja noch hier reingehen. Und da sehen wir sie auch. Ach, wunderbar. Da sind sie am Knabbern. Sehr schön. Ich biege hier nochmal rechts ab, Leute. Ich weiß, ich mache es gerade, glaube ich, immer schlimmer mit dem Verlaufen. Aber wenn schon, denn schon, ne? Ah, da kommt der direkte afrikanische Elefant. Ich glaube, der wird jetzt hier fast durch die Scheibe kommen, weil der Bock auf das Ding hier hat. Aua. Ey. Der hat fast die Scheibe eingeschlagen. Und auch riesig, ne? Auch wieder eine sehr coole Barriere, die du hier gebaut hast. Ich weiß gar nicht, wie du das gemacht hast. Ach doch, das sind diese ganz normalen Betonbarrieren. Und die hast du einfach eingefärbt, die Pfeiler und so. Und Scheiben reingemacht. Das sieht echt cool aus. Sehr coole Idee. Wow. Das ist mega cool. Hier auch ein wunderschöner Wasserfall. Super interessant. Tolle Felsarbeit wieder. Afrikanische Elefantenhaus im Hintergrund. Oh. Mama und Kind machen gerade Interaction. Die Süßen. Mega tolle Tiere. Schade, dass solche Tiere von Wilderern gejagt werden wegen den Elfenbein. Das ist wirklich traurig. Das ist genau wie Nashörner. Wegen ihren Horn. Warte, ich verlaufe mich so hart hier. Monorail. Ich laufe hier mal eben auch mal rechts, Leute. Ich schlage wahrscheinlich schon die Hände über dem Kopf zusammen. Hier ist auf jeden Fall eine Station von der Monorail. Weil ihr denkt so, wo läuft der lang? Der läuft wie ein verwirrter Opa durch den Zoo. Ja, das stimmt. Und ich stehe dazu. Sorry. Hier waren wir doch auch gerade schon drin, ne? Ja. Aber hier sind wir gerade so reingelaufen. Also man kann ja auch noch in das ganze Haus rein, so wie es aussieht. Das ist echt krass. Hier kann man nochmal hoch. Es gibt wirklich viel zu sehen. Von hier kann man dann auch nochmal gucken. Draußen den Bereich hier. Und da drüben kann man auch gucken. Ja, das ist schon wirklich sehr cool gemacht. Super interessante Gebäude, die du hier gebaut hast. Und echt viele Möglichkeiten, die Tiere zu sehen. Ah, und dann geht es hier rüber ins andere Gebäude. Ah, ich verstehe. Hier kann man dann die Schimpansen sehen. Drüben waren Bonobos. Hier sind Schimpansen. Hier waren wir aber, glaube ich, auch gerade schon drin, ne? Gut, das ist nicht ganz so elegant. Das kann man, glaube ich, schöner zubauen. Es gibt, glaube ich, einen Teil, das nur noch dieser Kasten rausguckt. Dann sieht das eigentlich ganz schön aus. Der ist ein bisschen besser geeignet als die Tür. Ja, aber auch hier, das Gehege hättest du vielleicht sogar so ein bisschen mutiger sein können, noch von der Gestaltung. Für meinen Geschmack, ne? Aber ich finde es echt toll, guck mal, jede Barriere sieht halt einfach anders aus. Das finde ich mega toll, wenn man sowas macht. Ist aber halt auch viel Arbeit, ne? Jede Barriere so selber abzustecken, das ist schon echt viel Arbeit. Das Gebäude hier ist auch cool. Das sind halt so zwei gleichmäßige Gebäude, glaube ich. Genau, da sieht man es auch. Westlicher Schimpanse, Bonobos. Und die sind dann einfach kopiert und man kann so rüberlaufen auf die andere Seite. Ich glaube, die Gehege an sich sind genau gleich, ne? So? Ich glaube schon. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Nilwarane. Bin ich noch mehr lost. Wir gucken gleich von oben, Leute, wenn ich was übersehen habe. Ich bin halt wirklich verwirrt. Okay, hier waren die afrikanischen Elefanten. Erdferkel. Oh, die Erdferkel hatten wir auch gerade schon gesehen. Da waren wir auch schon. Bin ich denn hier lang gegangen? Waren wir hier oben schon bei den Nilwaran? Waren wir auch gerade schon, oder? Ich glaube ja. Dadurch, dass alles im gleichen Baustil ist, kann man sich aber auch leicht verlaufen, weil alle Gebäude gleich aussehen von der Farbe. Das muss man mir ja mal zugute halten. Erdferkel waren wir schon. Aber dir zugute halten muss man, dass du überall rangeschrieben hast, wo man gerade sich befindet. Wo war ich denn jetzt noch nicht?
Der Zoo ist auch echt groß. Ich verstehe jetzt schon, warum ich hier so ein paar Loading-Lags habe manchmal. Kann ich leider nicht ändern. Ach, das hier ist auch noch das Elefantengehege. Okay. Kann man auch einmal komplett drumherum gehen, so wie es aussieht. Ja, hier kann man auch nochmal von oben gucken. Das ist der Wasserfall von oben. Gut, hier fehlt vielleicht das Fließen noch so ein bisschen zu dem Wasser hin. Also zu dem Wasserfall hin. Das kann man ja mit diesen Stromschnelldüsen ganz gut machen. Aber auch hier wieder super interessante Landschaftsgestaltung. Und da hinten ist auch nochmal ein schöner Wasserfall zur Deko. Ich glaube, hier ist sogar eventuell ein Gehege, weil hier ist auch noch so eine Barriere. Bin mir aber unsicher. Auch nochmal ein schöner Shop. Boah, der Zoo ist wirklich riesig. Wieder die Toiletten gut versteckt. Mandrills, da waren wir noch nicht. Also das mit der Schrift ist echt praktisch. Da sind sie. Mandrillen, hat mal jemand in den Chat geschrieben. Dass das richtig ist. Hier auch wieder eine eigene Barriere gebaut, finde ich sehr cool. Auch wenn die halt immer unrealistisch sind. Ne? Das sind halt von der Höhe immer Barrieren, wo natürlich eigentlich die Tiere rüberklettern könnten. Locker easy. Oh, hier sind auch Geparden. Oha, wir sind hier in einer ganz anderen Ecke gelandet. Diese Loading-Lags, die machen es mir ein bisschen schwer. Ich hoffe wirklich, dass es beim Anschauen oder Zuschauen nicht allzu anstrengend für euch ist. Ja, weil ich kann das leider nicht ändern. Blendet Zoom seine Performance, ne? Aber er läuft noch relativ stabil dazu, Gott sei Dank. Dafür, dass der so groß ist, sieht auch wieder sehr schön aus. Hier wieder ein schöner Wasserfall. Was soll's, Deko. Und hier sind die Lags. Hier sind die Geparden. Hier ist ja auch wieder schön diese normale Barriere mit so Stein ein bisschen kombiniert. Bisschen flackert's, das kann man natürlich noch beheben, aber das ist alles so Feinarbeit. Und die Scheiben sind von der Höhe her nicht ganz so optimal, muss man leider sagen. Es geht natürlich noch ein bisschen besser optimiert. So, was haben wir hier? Gepard. Ah, hier geht's auch nochmal runter. Okay, wo geht's hier hin? In einen interessanten Tunnel. Okay, ich bin echt gespannt, wo der hinführt. Ah, wo sind wir jetzt? Ah, wir sind im Gepardgehege jetzt mittendrin. Hier schlafen die Geparden. Das ist ja schön. Auch eine schöne Höhle. Hier hast du es sehr gut gemacht mit der Felsarbeit und dem Terrain. Also diese Verbindung zwischen Felsen und Terrain. Das sieht schon ziemlich ideal aus. Ziemlich cool gemacht. Ja, das gefällt mir sehr gut. Leider sind die Tiere gerade nicht zu sehen. Wir gehen mal hier rüber zurück. Ich laufe jetzt nicht den Gang zurück. Genau, hier waren wir vorhin. Und wir sind jetzt sozusagen hier rausgekommen bei der Höhle. Finde ich aber interessant, dass du da so einen Gang eingebaut hast. Aber jetzt stehen sie natürlich alle hier vorne, ne? Wo wir gerade waren. Die Schlingel. Auch wunderschöne Tiere. Das ist auch super interessante Gehege gestaltet. Gefällt mir. Waren wir hier gerade drin? Ne, hier waren wir auch noch nicht drin. Also man hat so viele Möglichkeiten, die Tiere zu sehen. Das ist echt krass. Oh, da kommen sie sogar gerade. Hineinspaziert, ihr Süßen. Die wiegen ja auch, glaube ich, echt wenig, die Geparden, habe ich mal gelesen. Ich glaube, so 30 Kilo oder so nur. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Hier haben wir Spießböcke. Zeigen sich leider auch gerade nicht. Aber hier gibt es natürlich auch noch ein Elefantenhaus. Waren wir da gerade schon drin? Ich weiß es nicht. Das ist halt echt das Problem, wenn man so viele Wege hat und alle Häuser gleich aussehen. Dann vergisst man das gerne. Ich zumindest. Ich kann mir das nicht so gut merken. Da sind sie alle, die Spießböcke. Das ist mehr so ein wüstiges Gehege. Aber auch wieder hier eine eigene Barriere. Also das finde ich wirklich beeindruckend, dass du so viele Ideen hattest, Barrieren zu bauen. Hammer, cool. Aber ich glaube, hier waren wir schon. Ich glaube, wir waren auch schon in dem... Ne, hier in dem Haus waren wir noch nicht drin, oder? Ach, hier kann man nur so nochmal gucken. Okay. Kann man hier noch mehr rein? Ja, hier kann man auch noch reingehen. Ach, hier geht es nur nach oben. Ah, cool. Cool gemacht. Sehr cool. Dass man hier noch hochgehen kann, ist echt nice. Leider sind die Tiere hier auch gerade nicht zu sehen. So, gehen wir mal hier noch weiter. Mal sehen, wo das hier hinführt. Das ist jetzt vielleicht der Weg zurück. Dieser lange Gang, wo ich vorhin gesagt habe, dass es cool aussieht. Könnte ich mir vorstellen. Ich bin wahrscheinlich nur 10 Mal abgebogen.
Gucken wir mal, ob wir alle Tiere gesehen haben. Nilwaran haben wir, Erdferkel haben wir, Gepard, Spießbock, Bongos, Schimpansen, Bonobos und Monorail. Haben wir alles gesehen? Hier ist auch noch was. Da, hier waren wir noch nicht. Das sind Bongos, oder? Das sind jetzt aber Bongos. Ja, das sind Bongos. Cool. Auch hier wieder ein sehr schön selbstgebauter Zaun. Leider kann man die Tiere dadurch sehr schwer nur sehen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Als Kind hätte man hier richtig Schwierigkeiten. Ich hoffe, da gibt es noch mehr Möglichkeiten. Aber ein interessantes Gehege. Auch mit einer schönen Felswand hinten. Ja, hier kann man die dann wenigstens noch mal ein bisschen besser sehen. Auch als Kind. Wenn sie dann hier reingehen und schlafen. Cool. Da anscheinend noch mal so ein Seitengang, der von dem Hauptweg abgeht. Uff, jetzt ist die Frage. Haben wir alles gesehen? I don't know. Ich würde sagen, wir gucken mal von oben, Leute. Weil es ist wirklich schwer, jetzt noch durchzublicken. Mal einmal ganz rauszoomen. Oha. Wow. Okay, der ist ja groß. Der ist echt groß, der Zoo. Also da kann man sich wirklich verlaufen. Ich sehe jetzt gerade gar nicht diese Hauptstraße, wo wir vorhin waren. War das diese hier? War, glaube ich, diese hier. Also wir haben 100 pro nicht alles gesehen. Ich bin mir ziemlich sicher. Also ein Rundgang wäre echt schön gewesen. Ja, das war diese Hauptstraße, wo ich vorhin meinte. Wir gucken mal vom Eingang aus, nochmal von oben. Schauen uns nochmal so ein bisschen die Highlights an. Heftig großer Zoo. Also hier waren wir. Willkommen. Super schöner Eingangsbereich. Hier haben wir die Monorail-Station. Du hast auch einen sehr, ich sag mal, cleanen Baustil. Also es sieht sehr sorgfältig und sauber alles aus. Alles richtig präzise, genau platziert und sowas. Der Springbrunnen sieht auch super aus. Also das ist wirklich ein sehr cleanen Baustil. Gefällt mir. Schildkröten hatten wir davon gesehen, ne? Ja. Schildkröten hatten wir gesehen. Zebras hatten wir gesehen. Hier waren die Hippos. Waren wir hier hinten. Blachlatt-Gorilla haben wir nicht gesehen, ne? Wir haben voll viel nicht gesehen, Leute. Waren wir hier oben drauf? Ich weiß es nicht. Sieht halt wirklich alles ein bisschen gleichmäßig aus, so. Aber hier waren wir auf jeden Fall nicht in dem Gehege. Die Flachland-Gorilla. Können wir nämlich auch schön reingehen. Cool. Kann man auch nochmal hochgehen sogar. Ah, wie cool das hier aussieht. Auch schön mit den Blumendingern alles ausgeschmückt. Dann kann man nochmal von hier oben runter gucken. Thompson-Gazelle, die haben wir auch nicht gesehen. Das ist auch cool hier, die Barriere. Wir haben mega viel nicht gesehen. Hier sind Kaffernbüffel, Gazellen, Gnus. So viel nicht gesehen. Aber ich bleibe jetzt mal in dieser Perspektive, Leute. Ihr könnt euch das ja sonst nochmal in Ruhe alles selber anschauen. Der Speicherstand ist ja unten für euch verlinkt. Das Problem ist, wenn ich jetzt aus dieser Perspektive wieder rausgehe, würde ich mich instant wieder verlaufen, so wie ich mich kenne. Sind aber noch viele Wege. Oh mein Gott. Das ist auch ein super interessantes Gehege, ne? Die können hier schön über so eine Brücke laufen. Auch selbst gebaut. Dann haben die hier nochmal eine riesige Fläche, die Tiere. Oha. Gut, die Fläche sieht ein bisschen kahl aus. Also da hätte sich ruhig noch mehr austoben können. Hier wieder super schön hingeschrieben. Kaffernbüffel, Thompson-Gazelle, Weißschwanz-Gnu. Oh, Löwe haben wir auch gar nicht gesehen. Oh mein Gott. Ich habe mega viel übersehen. Das hier ist auch nochmal ein richtig schöner Weg. Schön der Wasserfall hier. Man sieht auch keine Düse bei den Wasserfällen. Das ist wirklich sehr sauber gearbeitet. Also das ist wirklich ein sehr cleanen Baustil. Alles aus wie geleckt. Echt mega schön hier auch alles. Und hier hinten noch. Ich laufe hier aber auch echt verwirrt rum. Hier ist wieder ein ganz anderes Gehege. Wie viele Gehege hast du denn hier? Da kann man sich ja nur verlaufen. Ah, das sind diese Nialas. Wie heißen die denn nochmal? Oh, auch ein cooles Gehege. So ein begehbares. Oha. Kann man nämlich auch nochmal reingehen. Da schlafen dann die, wie heißen sie? Okapis, genau. So hießen sie. Meine Güte. Ist aber auch gerade schon spät. Ich nehme gerade sehr spät auf. Aber was heißt sehr spät? 10 vor 0 Uhr nehme ich gerade auf. Aber auch cool. Also ich finde es wirklich beeindruckend, dass du überall so eigene Barrieren und so gebaut hast. Der Zoo ist halt wirklich sehr groß. Also ich glaube, da würde sich
jeder normale Mensch mehrfach drin verlaufen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Kaffernbüffel. Hier durch diesen Tunnel gehen wir gleich nochmal. Sollen wir da jetzt mal durchgehen? Wir gehen jetzt mal durch. Ja, auch sehr schön gestaltet alles. Ja, das ist schon echt toll. Mitarbeitereingang. Okay. Dann kommen wir hier zu dem Löwen. Fliegen wir da auch mal rein. Versuchen unser Glück. Oh. Aufgang, Aussichtsplattform. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Mit der Kamera. Oh Gott. Wird schwierig, Leute. Aber wir schaffen das. Ich gebe mein Bestes. Die Kamera umstellen. So. Perfekt. Da, da. Oh, hier hat man nochmal eine schöne Aussicht über den gesamten Zoo nochmal so ein bisschen. Hier ist ein riesiger Wasserbereich, den haben wir auch noch nicht richtig gesehen, ne? Flamingos, oh mein Gott, wir haben noch voll viel nicht gesehen. Wie groß ist dieser Zoo? Oh, wie schön der Ausblick. Oh mein Gott. Da sind die Löwen, hier ein schöner Wasserfall, richtig coole Felsen. Wunderschönes großes Gehege, was du hier gebaut hast. Ach, richtig toll. Richtig, richtig toll. Tut mir gerade echt leid, dass ich das gerade in dieser Sicht mache, aber ich würde mich halt echt mega verlaufen sonst. Wenn ich nicht nochmal nach oben scrollen könnte für Übersicht. Wo sind wir hier? Ach, das ist auch nochmal eine Monorail-Station. Hm. Ach, Vivarienhaus waren wir auch noch nicht drin. Oh mein Gott. Ja, wir haben so viel nicht gesehen. Also das hier ist das Löwengehege. Die ganzen Wasserhäuser haben wir auch noch nicht gesehen. Wir gehen jetzt mal in das Vivarienhaus rein. Das machen wir jetzt aber mal eben normal. Auch wenn es jetzt ein bisschen länger dauert, aber hier gibt es ja so viel zu entdecken. Ja, da bin ich aber gerade ein bisschen impressed, dass der Zoo noch so gut läuft von den FPS. Also das ist schon echt beeindruckend, muss ich sagen. Oha! Okay, da hast du auch gesagt, das ist ein ganz anderer Baustil. Der sieht aber cool aus. Lackert natürlich ein bisschen, aber ist cool gebaut. Sieht wirklich beeindruckend aus, das Haus. Boah, das ist ja riesig. Oh mein Gott. Wow, das sieht mega nice aus. Auch hier schön mit den Blumen alles dekoriert. Hier im Hintergrund das Wasser. Hammer. Also gefällt mir richtig gut vom Baustil. Das Vivarienhaus, da gehen wir mal rein. Die Vivarientiere gucken wir uns jetzt mal nicht an, aus Zeitgründen. Ich meine, die kennt ihr ja zu gut. Es geht ja auch eher um die Gestaltung hier. Jetzt sagen, sieht echt schön aus hier mit den Blumen. Gut, der Busch ist vielleicht ein bisschen sehr im Weg, wenn du hier als Gast lang gehst. Dann auch nochmal hoch. Auch nochmal Vivarien. Und das ist wirklich mega cool. Es gibt 3 Etagen, alles richtig schön gestaltet. Guck mal, hier sogar der Löwenkopf. Wirklich ein klasse Zoo. Mir gefällt dein Baustil richtig gut. Also ich bin da echt großer Fan von. Ich weiß, ich habe es jetzt schon 3-mal gesagt, aber ich kann es nur wiederholen. Richtig schön bepflanzt hier alles. Die Wege sind natürlich wieder so, dass man sich selbst in diesem Haus verlaufen kann. Zumindest ich. Hier hat man dann nochmal so einen kleinen Ruhebereich mit Geldautomaten, Toiletten und Essen. Information. Hey, Yomashu. Ich will nichts kaufen. Tschüss. Na raus, bevor die uns was andrehen. Ja, wirklich cool. Das war, glaube ich, dann da hinten der Bereich, also dieser hier, wo wir jetzt gerade waren. Wow. Vivarienhaus. Auch das Schild hier sieht sehr schön aus. Mega cool hier mit diesen runden Dingern. Auch schön eingebaut hier mit den Felsen. Ach, schön. Die sind so schnell, sonst wäre ich echt gerne damit gefahren. Aber ich glaube, das hätte ich bei den FPS auch nicht genießen können. Ich habe hier immer, also ich habe keine schlechten FPS, aber ich habe so Ladelags teilweise. Ich glaube, das liegt einfach daran, wenn ich in eine Richtung gucke, wo ziemlich viel zu sehen ist im Hintergrund. Oh, hier ist das Plätschern nicht ganz so gut gelungen, glaube ich. Ist ein bisschen zu hoch, das Wasser ist doch hier unten, erst, oder? Ja, ich glaube, das Aufkommen vom Wasser ist nicht so gut gelungen, aber das Wasser Plätschern an sich sieht cool aus. Zwischen den Felsen. Das gefällt mir richtig gut. Amerikanischer Hund. Ach, guck mal, auch hier wieder eine eigene Barriere gebaut. Oh mein Gott. Also hier kann man sich wirklich inspirieren, wenn du ja solche
Ideen für Barrieren sucht, Leute, in diesem Zoo. Hier gibt es ja so viele coole Ideen. Also der Zoo ist wirklich richtig gut, um sich zu inspirieren. Ich glaube, in der Gehegegestaltung hättest du dich echt noch ein bisschen mehr austoben können. Da hättest du, glaube ich, gar nicht so clean arbeiten müssen. Hättest du ruhig ein bisschen mehr Büsche und so. Aber das ist alles Geschmackssache. In echten Zoos sind die Gehege immer viel, viel kahler. Ich weiß das. Aber im Planet Zoo, da ich sehe es halt gerne, wenn Gehege richtig schön bepflanzt sind und die Tiere viel Natur haben. Auch wenn es nicht unbedingt realistisch ist. Auf keinen Fall. So, hier sind immer die Flamingos. Auch sehr schön. Aber ich habe mich jetzt schon wieder verlaufen. Hier geht's auch nochmal rein. Oh, hier sieht man nochmal die Wildhunde von drin. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, ob ihr euch auch verlaufen hättet. Bin ich ja mal gespannt. Ich schreibe bestimmt eh alle nein. Ich wette, ihr hättet euch auch verlaufen. Ach, hier kann man sogar ganz hoch gehen. Das ist ja so schön. Ja gut, die Dinger hier sind wieder nicht ganz so schön, aber die Blumentöpfe und alles hier so schön gestaltet. Und die Aussicht. Oh, so gut. Es ist einfach so gut. Ah, Leute, ihr schickt immer so tolle Zoos ein. Da kriegt man direkt selber Lust zu bauen. Wenn man das sieht. Ich glaube, ich baue gleich an meinem Zoo auch weiter. Wobei ich da irgendwie viel zu langsam vorankomme. Dann die Flamingos am Planschen. Irgendwas ist ja auch ausgebüxt. Ist halt auch nochmal ein schönes Flamingo-Haus. Aber auch hier das Gehege. Ich glaube, da hätte ich ruhig noch ein bisschen mehr austoben können. Die Höhenunterschiede sind schon sehr gut, aber irgendwie ist mir das... Also, es geht eigentlich, ne? Ist halt ein sehr felsiges Gehege. Hm, hast du doch schon ganz gut gemacht. Sind wir wieder bei den Löwen? What? Ach, jetzt sind wir unten bei den Löwen. Okay, ich verstehe. Ich habe mich halt original wieder verlaufen, Leute. Hier kann man auch noch runter? Was ist das denn jetzt? Oh, cool. Ein Unterwassertunnel auch noch. Du hast ja alles hier eingebaut. Hammer. Oh, das ist ein Unterwassertunnel, der bei ganz vielen Tieren durchführt. Zwergflusspferde haben wir auch noch nicht gesehen. Cool. Gut, das hier mit dem Gras ist natürlich nicht ganz so elegant. Boah, das sieht man jetzt ja auch nicht auf den ersten Blick. Ne? Hier sind jetzt die Zwergflusspferde nochmal. Die haben wir auch noch nicht gesehen. Kann man wahrscheinlich auch nochmal ins Gebäude rein, so wie ich dich kenne. Natürlich kann man da rein. Junge, du hast so viele Gebäude gebaut, das ist so krass. Ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden du hier an diesem Zoo gesessen hast. Da ist bestimmt ordentlich Zeit reingeflossen. Das sieht man aber auch, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich bin wirklich beeindruckt, dass dein Zoo noch so leckfrei läuft. Also für die Größe... Und jetzt sind wir wieder hier, Katas Rote Wari. Ich habe absolut keinen Schimmer. Egal, wir gucken nochmal von oben. Ich würde mich hier 10-mal verlaufen in diesem Zoo. Er ist einfach viel zu groß, viel zu viele Abzweigungen für mich. Sind wir hier? Lachlandgorilla. Ja, da waren wir drin, okay. Das hatten wir gesehen. Ich hoffe wirklich, ich habe nichts verpasst. Zumindest nichts Wichtiges. Katas Rote Wari. Ich habe mit Sicherheit irgendwas verpasst. Das Zwergflusspferd waren wir jetzt auch. Und wir hinten auch. Was sind das? Ach, das sind die Nilwaran. Okay, dann waren wir hier auch. Ach Leute, ihr wisst ja, ne? Wenn ich was verpasst haben sollte, dann schaut es euch einfach selber an. Der Speicherstand ist ja für euch hochgeladen. Ich glaube aber, wir haben jetzt grob alles gesehen, würde ich sagen. Also wirklich ein klasse Zoo. Hat leider keinen Namen. Ich muss jetzt, glaube ich, in den Titel schreiben, gemäßigter Zoo. Sehr, sehr schade, ne? Also war es wirklich ein sehr beeindruckender Zoo. Hast du echt toll gemacht, Stefan. Ich schaue nochmal ganz kurz bei Nacht drüber, ob wir hier irgendwelche besondere Beleuchtung sehen. Also was mega Besonderes sehe ich jetzt auf den ersten Blick nicht, aber du hast trotzdem mit Straßenlaternen alles solide ausgeleuchtet. Wow, ich bin beeindruckt. Also hat wieder richtig Spaß gemacht. Cooler Zoo. Hat jetzt im Endeffekt noch länger gedauert, als ich gedacht hätte. Was ja aber natürlich nicht schlecht ist, ne? Also ich bin beeindruckt, dass so viele Tiere hier drin sind und der noch so leckfrei läuft. Und wie schön du den komplett durchgezogen hast. Immer der gleiche Baustil, aber sehr sauber gearbeitet und immer Variation drin. Fand ich wirklich sehr toll. Schreibt ihr jetzt mal in die Kommentare, wie ihr den Zoo von Stefan fandet. Und falls ihr ihn selbst ausprobieren wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr diesen. Und wenn ihr auch mal selber einen Zoo einsenden wollt, findet ihr auch alle Infos dazu in der Videobeschreibung.
Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals bei euch fürs Zusehen, falls es euch gefallen hat. Lasst ein Däumchen da. Habt noch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi.